Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ein Expresslegung. Ein Expresslegung ist dafür gedacht, dass ihr schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lariana, ich grüße dich. Du hast deine große Liebe begegnet. Das Problem ist, dass ihr beide gebunden seid. Und du möchtest wissen, wann ist der Zeitpunkt, wo er offen über Gefühle spricht und bei dir entsteht dieses Gefühl, ja, das hat eine Zukunft. Und das klären wir bei dieser Legung. Was ist das Wesentliche? Das zeigt hier diese Rune. Und im Bild sind die Argonauten abgebildet. Die Argonauten haben eine ganz weite, große Reise gemacht. Das Ziel war, das goldene Fell der Widder holen. Und dieses goldene Fell der Widder hat eine Bedeutung, weil das ist die Ausstrahlung. Ich könnte sagen, das ist das Energiefeld, was uns umhüllt. Wenn wir zu uns selbst stehen, wenn wir positiv denken, angstfrei leben, wenn wir diese Ausstrahlung haben, wie die Sonne, strahlt wie die Sonne, das symbolisiert diesem goldenen Fell. Bis das kommt, bis die Argonauten diese goldenen Fell geholt haben, das dauert, diese Reise dauert. Und so kann ich das zwischen euch beiden auch erklären. Ihr liebt euch, ihr bewegt euch, ihr seid hier auf die Reise, aber das dauert, bis ihr im Ziel angekommen seid. Was denkt er, was ist sein Plan? Diese erste Rune zeigt die Bewunderung, so wie diesen Pokal mit Edelsteinen geschmückt und Gold verziert, bekommt Aufmerksamkeit und Bewunderung und dieser Pokal hat auch seinen Werten. Und so schaut dich auch an. Du hast deinen Werten und das ist ihm bewusst und kommt diese Bewunderung. Er kommt immer entgegen. Dieses Bild hat symbolische Bedeutung. Diese Dame zeigt seine Haltung oder seinen Erwartungen, dass immer diese Neuigkeiten, das Kind symbolisiert Neuigkeiten, dass immer wieder dieser Neuanfang da ist und immer wieder die Begegnung. Wann kommt ihr an? Wann spricht über Gefühlen? Das zeigt Jera. Jera trägt hier Früchte. Und das ist das Ergebnis, das heißt, das hat Erfolg. Jera symbolisiert als Zeit, Rune, ein Jahr, bis ein Jahr. Also spätestens bis dahin spricht konkret über seine Ziele, über sein Vorhaben. Hier diese Rune erscheint auch in seinen Gedankenebenen, das heißt, ihm ist es auch bewusst und er ist bereit, über die Zukunft sprechen. Seinen Gefühlen zeigt hier Isa und Isa bedeutet übersetzt Eis. Etwas ist noch im Eis gelegt oder seine kühle Haltung. Aber Odin zeigt mit diesem Zauberstab etwas, dieses Eis schmelzt. Und wenn Eis schmelzt, dann kommt im Fluss, dann wird das Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Das ist die Wandlung gerade. So wie die zweite Rune das auch zeigt, er schließt etwas ab, das heißt, er trennt von seiner Frau und möchte einen Neuanfang. Aber er ist noch nicht so weit. Warum? Weil er hat Ängste. So wie Sovilo hier auch zeigt, der Kampf gegen diese Drache. Und Drache symbolisiert Angst. Das ist bei ihm gerade die Angstbefreiung und hier die untere Reihe spricht seinen Gefühlen. Es handelt sich um seine Emotionen. Er hat Angst, aber er ist dabei, von seinen Ängsten befreien. Und dann kommt die Trennung und kommt alles im Fluss.
Welche Schritte sollst du tun oder was sollst du beachten? Hier hast du Erfolg und diese Rune symbolisiert Reisen. Und das ist nicht nur Urlaub oder Auslandsaufenthalt, sondern hier bewegt sich etwas. Ihr seid auf dieser Reise, so wie die Argonauten hier das auch zeigen. Und die Sonne geht auf und damit hast du auch Erfolg. Die zweite Rune zeigt Pegasus hier. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Pegasus symbolisiert, befreit zu sein von Ängsten. Und das ist so wichtig. Und die Ergebnis ist dieser Liebespaar, weil ihr gehört zusammen und das ist göttlich und daran kannst du vertrauen. Liebe Lariana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.